Willkommen, Freunde. Man sagt, dass fleißige Menschen vom Schicksal belohnt werden. Manchmal wählt es recht unerwartete Möglichkeiten. Heute erzähle ich euch eine sehr merkwürdige Geschichte. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Schluss an. Kara Simmons, eine 36-jährige alleinerziehende Mutter aus Cleveland, hat im wahrsten Sinne des Wortes geackert wie ein Pferd. Sie arbeitete in der Hauswirtschaftsfirma Made Bright. Die Mitarbeiter erledigten alle im Haushalt anfallenden Arbeiten. Die meisten Aufträge betrafen Reinigungsarbeiten. Die drei Kinder von Kara liebten ihre Mutter sehr und freuten sich über jede Sekunde, die sie mit ihr verbringen konnten. Leider war das selten der Fall, da die Mutter ständig arbeitete. Sie wollte die Arbeit unbedingt behalten, denn sie musste die Kinder ernähren und die Miete bezahlen. Deshalb hat Kara keinen Auftrag abgelehnt. Schließlich bekam die Frau ein Magengeschwür und weitere gesundheitliche Probleme. Aber sie arbeitete weiter wie bisher. Selbst ihre Vorgesetzte bemerkte, wie sehr sich Kara bemühte. Eines Tages kam die kinderreiche Mutter wie üblich ins Büro, um die Aufträge abzuholen. Aber an diesem Tag bekam sie nur eine Adresse. Wenn sie nur geahnt hätte, was sie dort erwartete. Dies war das Haus eines Prominenten. Sie wurde von einer Frau begrüßt, die sich Madeline Blue nannte. Sie sagte, dass das Haus schon sauber sei, aber es für Kara viele andere wichtige Aufgaben gäbe. Madeline erklärte, dass die Hausherren sie für die Organisation einer wichtigen Party engagiert hätten. Die Party werde schon am Abend sein und es wäre noch viel zu erledigen. Madeline allein würde nicht alles schaffen, weshalb sie Kara zur Unterstützung engagiert hätte. Als erste schickte Madeline Kara zu dem berühmten Chefkoch Manny Slomovitz, der in der Küche ein Essen für 6 Personen zubereitete. Kara wurde gebeten, jedes der bereits fertigen Gerichte zu probieren und zu beurteilen, inwieweit diese serviert werden könnten. Diese Aufgabe war für Kara die erste dieser Art. Ihr gefiel das einzigartige südafrikanische Gericht aus Hummer mit Wachteleiern und Basilikumöl sehr. Allein der Hummer hatte $500 gekostet. Gar nicht auszudenken, was noch kommen wird. Dann kam eine Portion weißer Trüffel, bedeckt mit essbarem Gold, das allein $4.000 kostete. Nachdem sie das Menü für fast $5.000 gesehen hatte, verstand Kara, dass eine wirklich wichtige Feier vorbereitet wurde. Als es an der Tür klingelte, bat Madeline Kara, schnell zu öffnen. Die beiden Männer waren gekommen, um eine Behandlung nach der Reflexzonentherapie durchzuführen. Madeline erklärte, dass sie ihre Hände vor der Behandlung aufwärmen müssten. Deshalb bat sie Kara, vorübergehend Objekt für die Massage zu werden. Da läutete bei Kara die erste Alarmglocke, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Andererseits wurde sie im Sitzen und angezogen massiert. Ein Auftrag kann auch mal für die Gesundheit nützlich sein. Die Therapeuten begannen mit der Arbeit. Kara scherzte, ob heute etwa ihr Geburtstag sei, weil alle so freundlich zu ihr wären. Im Grunde war sie fast erschrocken. Aber sie ahnte nicht, auf welch unglaubliche Weise sich ihr Leben verändern sollte, nachdem sie zum Saubermachen in dieses Haus gerufen wurde. Nach der Massage rief Madeline sie ins Obergeschoss, wo eine große Aufgabe auf sie wartete. Madeline sagte, dass Kara die Designerkleidung aus dem Ankleidezimmer räumen sollte. Außerdem sagte sie, dass Kara alles, was ihr gefalle, behalten könne. Man überließ ihr sogar eine goldene Uhr einer bekannten Marke. Und wieder klingelte es an der Tür. Ein Bote brachte riesige Kartons. Als Kara hineinschaute, erblickte sie ihre gesamte Kleidung. Die Frau erschrak. Endgültig erschrak sie, als der Bote auf ihre Frage antwortete. Er sagte, dass dies die Sachen von Mrs. Simmons wären, die in diesem Haus wohnen würde. Kara war allein in einem fremden Haus mit unbekannten Menschen. Und jetzt brachte man alle ihre Sachen hierher. Und wozu diese Worte des Boten? Da konnte sich Madeline nicht mehr zurückhalten. Sie lief zu Kara, umarmte sie und sagte, ja, Mrs. Simmons ist Besitzerin dieses Hauses und meine Vorgesetzte. Die Mutter dreier Kinder konnte kein Wort herausbringen. Da konnte sich auch das Team von Prank It Forward nicht mehr zurückhalten und erzählte Kara alles. Die ganze Situation war ein Streich. Das war ihre Sendung, die sich um die Verbesserung des Lebens einfacher Menschen dreht. Aber die ganze Handlung war bei weitem kein Witz. Das Haus wurde ein echtes Geschenk für Kara und ihre Familie und diese einfache Hausarbeit wurde zu einer Wende in ihrem Leben. Als sie dieses Haus betrat und dachte, dass sie hier sauber machen wird, konnte sie nicht ahnen, dass sie am Ende des Tages seine Besitzerin sein wird. Mit Tränen in den Augen dankte Kara dem Team, das diesen Scherz veranstaltet hatte, damit sich ihr Leben und das ihrer Kinder änderte. Nachdem sie von früh bis spät gearbeitet hatte, erhielt Kara Simmons eine angemessene Belohnung für ihre Arbeit. Und das Team von Prank It Forward gewann Hochachtung und echte Freude. Das war's für heute. Gebt dem Video ein Like, teilt es in den sozialen Netzwerken und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal.